Deklariere, aber ich Vielleicht fangen wir dann gleich an. Servus Leute. Die uns beide hören. Also fangen wir an mit dem Sondertutorat. Wir hoffen, ihr habt fleißig Fragen mitgebracht, weil wir haben keine. Ja, ansonsten endet es schnell hier. Also stellt Fragen, wenn ihr was habt. Am Anfang gehen wir ein paar Fragen durch, die ihr uns vielleicht geschickt habt oder vielleicht auch nicht. Und genau, dann gehen wir auf eure Fragen ein. Ja genau, wir haben hier vier Fragen. Wann genau verwendet man eine ArrayList und wo man das in einem Programm erkennen kann? ArrayListen sind wie Arrays, nur dass sie erweiterbar sind. Also man kann einfach mehr Elemente hinzufügen. Und die werden mit diesen komischen Klammern dargestellt. Also die haben eine Eigenschaft, die normale Arrays nicht haben. Die haben sowas. Am besten, wir schauen uns das gleich im Browser alles an. Das sind also hier Arraylisten von Strings und das ist eine Arrayliste von Integers. Und ja, so sehen Arraylisten aus, oder? Genau, im Wesentlichen kann man sagen, dass man bei normalen Arrays, bei der Initialisierung schreibt. Zum Beispiel String Array, also mit eckigen Klammern dann. Und innerhalb dieser eckigen Klammern gibt man an, hey, das Array ist 6 Zeilen oder 6 Strings groß. Wenn man dann anschließend merkt, oh, halt, stopp, ich brauche doch noch ein 7. String-Element da drin. Da habe ich verkackt, weil dann muss ich ein neues Array anlegen. Ansonsten, ja, geht es halt nicht mit den normalen Arrays. Und hier eben bei diesen Array-Lists kann man einfach sagen, add, und dann fügt er ein neues Element hinzu. Der ganze Sache. Bei der Array-Liste, da war es immer wieder so, dass auch in der Vorlesungsfolie den Typ noch gar nicht gleich am Anfang festgelegt hat, also Integer, sondern der hat dann Object O oder sonst irgendwas hineingeschrieben, so als Platzhalter. Mhm. Und dann hat es erst nachher zugewiesen. Ja. Und wie funktioniert das? Oder ist das wichtig? Oder erst ist das klausurrelevant? Gute Frage. Da fragst du lieber die Klausur auch wirklich basteln. Ich habe keine Ahnung. Also wenn in Altklausuren nichts derartiges drin ist oder abgefragt wird, und ich meine, das war so, meine ich. Ich habe ein Jahr her, keine Ahnung. Aber ich meine, da war es so, dass es nicht abgefragt wurde, dann sollte das eigentlich. Und was ist damit gemeint, dass man halt der Platzhalter, der wird dann nachher erst irgendwie belegt oder man kann nachher dem Objekt O dann das zum String ändern oder zu einem Double oder sonst irgendwas. Genau, ja, wahrscheinlich. Also ich nehme mal an, er hat in der Klausur einfach umgeschrieben, Arrayless, dann die eckige Klammer und zwischendrin einfach Object. Genau, ja. Anstatt dieses Objects könntest du da alles im Prinzip hinschreiben. Also es ist für mich ist unrelevant, was da drin steht. Genau, kann also sein Double String. Also Object, alle anderen Klassen sind von Objekt, so Subklassen von Objekt. Okay. Also alle Objekte sind Subklassen von der Oberklasse Objekt.
Also wenn, genau, alle Erben von Objekt. Also wenn, wenn da Objekt drin steht, dann kann es alles Mögliche sein. Okay. Das ist ja einfach was allgemein, ein allgemeines Objekt. Okay. Theoretisch könntest du die Klasse auch templatisieren. Wie ist das noch gleich? Generics? Mhm. Falls es noch ein Begriff ist, dann könntest du. Okay. Aber für alle, die, die wissen, was noch ein Generic war, dann könnte man beispielsweise dann innerhalb dieser Arraylist, vielleicht ein kurzes Recap, Generics, oder? Ja, das wäre gut. Also durch diese Generics kannst du deine Programmierung universeller halten einfach. Du schreibst ein Objekt oder eine Klasse. Genau, also, das machst du auch mit solchen eckigen Klammern. Das ist eben der Typenbezeichner, der jetzt noch unbekannt ist. Du kannst sagen, hey, ich habe beispielsweise eine Methode add oder eine Klasse, mit der die soll eigentlich nichts Besonderes können, die soll einen Konstruktor haben und in diesem Konstruktor sollen zwei Elemente addiert werden. Jetzt merkst du, okay, ich habe dieses Element einerseits für einen String, dann würdest du, keine Ahnung, das Ding halt als String nennen, wo einfach zwei Elemente als Strings gegeben werden, String A und String B. Und ja, was soll das machen? Das soll einfach nur die beiden Strings addieren und dann zurückgeben. Das wäre dann natürlich eine Methode und kein Konstruktor. Oder du hast auch zum Beispiel ein AddInteger, wo du eben anstatt Strings Integer hast, Int A und Int B. Und da innerhalb dieser beiden Dinger genau dasselbe steht eigentlich, beide Male steht A plus B, Return, fertig. Weil du trotzdem zwei Methoden brauchst, wenn du das jetzt so machst, gibt es diese Generics. Und ich weiß nicht, wie das jetzt anfliegen, ob bei Java irgendwie, bei C++ war es Template T, bei Java hieß es glaube ich Generic T. Generische Klasse. Normal. Aber das hatten wir doch mal in irgendwelchen Übungen, meinte ich. Keine Ahnung. Hast du noch irgendwas von Generic? Ja, so? Ja. Generic. Ja, alles so. Dann noch einfacher. Genau, dann lieber der Class und dann hier der Klassenname, weiß Gott was XY. Und das war jetzt dann eben deine Unbekannte, die du eben mit einem String füllen konntest, die du mit einem Integer füllen konntest, weiß Gott was, und dann schreibst du anstatt hier String oder Integer, schreibst du eben deine Methode add. Und dann hast du hier T, dem gibst du einen Namen, A und B. Okay. Und T steht hier wahrscheinlich für Typ. Könnte man genau, dann besser merken. Genau, T ist der Typ in dem Fall. Also jetzt nur eine kurze Frage dazu. Also ich habe generell so gesehen als eine Arraylist, wo quasi schon davor vorher festgelegt wird, welche Typ man reinschmeißt mit in diese Arraylist. Wenn man jetzt mal gegen eine Arraylist hat, wo man gegen den Typ Point 2D oder so weiter reinmachen will und man dann Vintage reinmachen will, dann kommt ein Fehler mit dazu. Also in den eckigen Klassen steht ja meinetwegen Integer oder String oder was auch immer. Genau, aber das ist jetzt was anderes. Hier sind Inhalte von generischen Klassen. Okay. Arraylists, ja. Du machst du ja genau dasselbe. Ja. Du sagst allerdings in der eckigen Klammer immer, hey, wir haben jetzt nur String. Okay. Wenn du dann unerwarteterweise einen Integer übergibst, dann weiß ich nicht, was er damit zu tun hat. Okay. Und deswegen schmeißt du dir dann Fehler. Bestenfalls kriegst du einen Laufzeitfehler. Die nächste Frage war, wie definiert man den Konstruktor einer Klasse und wann ist es notwendig, einen Konstruktor zu verwenden? Also ist es notwendig, wenn man einen haben will oder wenn man die Zugriffsrechte auf den Konstruktor beeinflussen will. Wenn man den Konstruktor nicht schreibt,
dann wäre der von dem Compiler einfach reingeschrieben. Also jedes Programm hat einen Konstruktor, jede Klasse hat einen Konstruktor, auch wenn man ihn nicht schreibt. Der ist dann im Allgemeinfall leer, genau. Und steht nicht drin. Genau, und dann macht er auch nichts. Aber wenn ihr wollt, dass euer Konstruktor was macht, müsst ihr ihn natürlich auch schreiben. Und ja, und dann könnt ihr auch, wenn ihr ihn selber schreibt, könnt ihr die Zugriffsrechte, also public, private und protected, beeinflussen. Und wenn ihr das nicht schreibt, ist es, glaube ich, standardmäßig public. Aber das habe ich vielleicht hier noch. Ja, public. Aber ja, der ist immer da, auch wenn ihr ihn nicht schreibt. Ich habe nochmal eine Frage zu dem anderen Song. Okay. Und zwar, also wenn wir jetzt diese Klasse mit diesem Generic da machen, dann steht das ja oben auf dem Klassennamen quasi mit da dran. Genau. Du hast diesen neuen Typen erzeugt. Genau. Wenn, also das ist jetzt vielleicht nicht so versuchen relevant, aber wenn ich jetzt diese Klasse habe, muss der Name von der Klasse, von der Datei dann auch dieses T da drin haben? Oder, ist das, oder ist das, steht das da einfach gar nicht drin? Steht da nicht drin. Okay. Ja. Ja, was, wenn ich jetzt in der Klasse die Main-Methode drin habe, kann ich dann trotzdem quasi ein Objekt davon erzeugen? Von dieser Klasse? Oder? Von deiner eigenen Klasse? Ja. Also, du rufst innerhalb deiner Main-Methode sozusagen das. Keine Ahnung. Deine Main-Methode steht in einer Klasse drin, die heißt Class, lustigerweise. Und du erzeugst jetzt ein Objekt der Klasse Class. Ja. Geht das? Wir könnten es ausprobieren, aber ich würde sagen, es würde eher nicht gehen. Ich glaube auch, das geht nicht. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal probiert. Du greifst auf die Objekte mit dem this-Operator zu. Weil du mit dem this-Operator alle Sachen aus deiner Klasse meinst. Das haben wir ja auch zum Beispiel, wenn wir Zuweisungen haben. Lokale Variablen gegenüber Instanzvariablen. Dann schreiben wir auch zum Beispiel this a ist gleich a. Dann weiß dein Programm, dass deine Variable a, der du irgendwas zuweist, eine Instanzvariable ist. Eine andere Frage. Bei abstrakten Klassen müssen alle Methoden dann abstrakt sein? Gibt es auch irgendwie nicht abstrakt? Alle sind, glaube ich, abstrakt. Genau. Ich habe noch eine Frage zu dem this. Wenn ich einfach schreibe return this, was genau in der Methode, was genau wird dann zurückgegeben? Objekt. Also wenn du ein Objekt dieser Klasse erzeugst, praktisches Beispiel, das war glaube ich bei der Point2D-Geschichte auch. Weiß ich jetzt nicht mehr. Warte mal, ein anderes Beispiel. Du hast zum Beispiel eine Klasse geschrieben, mit der du mit Matrizen rechnen kannst, beispielsweise. Zurück. Jetzt hast du einen Konstruktor erzeugt, in der du die Matrix befüllst. Einfach, keine Ahnung, jetzt eine Zeile-Zwei-Spalten-Matrix. Und die willst du anschließend addieren. Rauskommt natürlich wieder eine Matrix. Und dann kannst du return this machen, wenn du dieses Objekt, das du aufgerufen hast, manipuliert hast. Wenn du beispielsweise, oh Gott, ist das komplex. Ich glaube, es ist einfach, der man vielleicht auch als Klausur ist, auch so, was bringt den Return in der Methode direkt? 2012, 13. Soll ich sie aufmachen? Vielleicht schauen wir uns die Jungs mal an. Ja, genau, da steht es mit dem Return. Also, Technisch ist auch einführend dabei. Da ist ja auch dabei, das ist ja auch voll durcheinander.
Was die da? Ah, ne, 12, 13. 12, 13? Ja, genau, Wintersemester 12, 13. 12. Da, oder? Nee, ah, das ist dort. Okay, Burgart. Perfekt. Ah, das ist die Margarita-Aufgabe. Pizza-Aufgabe. Leute, also bei der Aufgabe ist es eigentlich ziemlich einfach. Wir erzeugen unsere Pizza und wir verändern die Pizza selber. Das heißt, wir rufen, keine Ahnung, wir haben eine Pizza, die heißt Margarita. Wir sagen, okay, wir wollen die Margarita größer machen. Dann sagen wir Margarita.makeLarger. Und manipulieren dann oder verändern dann unsere Pizza selbst, also das Objekt selbst, das wir erzeugt haben. Wir haben eine Pizza, die ist klein und wir wollen die Pizza größer machen. Dann verändern wir logischerweise die Pizza und erzeugen keine neue Pizza. Wir könnten jetzt natürlich eine neue Pizza erzeugen, dann geben wir die neue Pizza zurück. Oder wir sagen einfach, wir ändern die Attribute unserer jetzigen Pizza, wie hier der Preis. Und dann wissen wir, okay, die Pizza wurde größer gemacht und geben diese Pizza wieder zurück, also deswegen dieses Biss. Ist dann die Instanzvariable geändert? Ja, genau, das ist das Gleiche. Die Instanzvariable ist das Objekt, oder das Objekt ist die Instanz. Also, die Instanzvariable ist ja an das Objekt gebunden. Genau, aber die Instanz ist das Objekt, beziehungsweise das Objekt ist eine Instanz der Klasse. Welches auf Private? Die Instanzvariable. Ja, dann könnte man nicht mehr drauf zugreifen von äußeren Klasse. Und ich hätte auch gerne eine Frage, wenn jetzt die geklärt ist. Ist es klar oder noch nicht so ganz? Versuchen wir es nochmal. Was, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich das jetzt printe, wenn ich jetzt den, kann ich das printen so, also return this, was wäre dann der Printer? Oder da unten irgendwo steht, glaube ich, auch eine Main. Eine Main steht drin, das hat Printline P1.makeLarger. Genau, da wendet man auch eine Margarita an, dass die Größe gemacht wird, dann wird das ausgedruckt. Aber was ist da jetzt der Print davon? Also ist da, wird dann einfach, werden da die beiden Instanzvariablen einfach verkettet ausgedruckt? Oder? Es gibt hier irgendwo eine Two-String-Methode, kann das sein? Ja, genau. Und wenn man Printline macht, dann sucht Java standardmäßig, glaube ich, die ToString-Methode. Genau. Kann das sein? Ja. Und ja, die, ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird, wenn das nicht da ist. Entweder wird der Compiler sich beschweren oder es wird vielleicht was. Nee, das wird schon einen Fehler geben. Ja. Aber das Topping wäre in dem Fall ein String, oder? Hm? Das Topping, diese Instanz-Variable Topping wäre ein String, das könnte ja einfach. System auf Printline ausdrucken. Ja, aber hier die Methode ToString. Ja, das ist mir klar, aber die ToString-Methode druckt dir dazu noch diese Preise und so weiter aus, aber wenn man jetzt nur System auf Printline von dem Topping machen würde, sollte ja eigentlich... Dann müsste man this.topping oder p1.topping in das Printline machen. Aber das würde dann nicht, also wenn ich meine jetzt, wenn die ToString-Methode nicht vorhanden wäre, okay. Würde es dann so gehandelt werden, als würde man einfach die Instanzvariable ausdrucken wollen? Oder? Wahrscheinlich wird es eher so gehandelt werden, dass wir einen Compilerfehler kriegen und dann müssen wir sagen, was er machen soll. Also alles hat immer eine ToString und wenn man keine angibt, dann wird einfach der Name vom Objekt gepimpelt und der Ort ist ein Speicherstrich. Okay. Ja. Ja, dann hat man halt immer dieses Overriding, wenn man dann ToString macht. Ja, okay. Genau. Genau, vorerst alle Klassen geklärt. Fragen geklärt. Ja, machen wir weiter. Zu CF gehört, also das mit der Printline ist jetzt geklärt, aber was genau macht dieser Superaufruf mit? Also wenn man nicht super Punkte schreibt, sondern nur diese bei Salami Extends Margarita zum Beispiel, also ein bisschen weiter oben bei der Klasse Salami Extends Margarita, also die Erdbeere von Margarita. Ja, genau, dieser Aufruf. Super. Super sagt alle Methoden von der Superklasse
also die Superklasse ist so, die, von der wir, die wir erweitern, existieren, gelten auch hier. Ah, okay. Also man führt dort nichts aus oder aufgerufen. Der Konstruktor oder okay. Aber man führt dort keine Klasse aus, keine Methode aus oder so. Nee, das ist nur. Es ist ja keine eigentliche Methode, aber wenn du jetzt im Konstruktor schreibst, das soll irgendwas ausdrucken, dann druckt er dir das aus. Wenn da ist noch was in der Klammer drin, wenn wir was übertragen müssen, dann ist das Konstruktor. Also wenn man die drüber weglassen würde, würde man sozusagen die Instanzvariable nicht übernehmen. Das macht. Also könnte man das auch weglassen und trotzdem das Topping von der Superklasse ändern? Oder müsste man dann schreiben? Du erbst ja von der Klasse Margarita. Ja, genau. Aufgrund dessen bekommst du ja automatisch ihre Instanzvariablen und alles zugesprochen. Also das Super braucht man dann nicht mehr. Du brauchst es Super in dem Fall nur, zum Beispiel jetzt, wenn du den Price anschaust, dann hast du den auf 5 gesetzt. Ja. Und in der Salami-Klasse sagst du hier minus 1. Also auf 4. Genau, dann gehst du auf 4. Wenn du dieses Super nicht aufrufst, dann hat der Price anfangs gar keine Anhalt. Also man übernimmt dann die Instanzvariable ohne Wert. Kann man so sagen, ja, genau. Okay, der Wert wird ja erst in deiner Konstruktor zugegeben. Okay, verstehe. Was dann passiert, er greift auf zufälligen Speicher zu und dann hast du. Wer weiß, was für ein Inhalt. Obwohl Java leert, glaube ich, den Speicher, ja, dann bist du bei 0 wahrscheinlich und dann bei minus 1 nach dem Aufruf. Wahrscheinlich kriegt man da kriegt man das irgendwie Bescheid, dass da was fehlt, bevor das passiert. Das gibt's noch irgendwelche spontane Fragen? Sonst machen wir weiter mit unseren Fragen. Mal, was die nächste Frage ist. Wann benutzt man Parse und wie funktioniert es? Parse ist, heißt durchlaufen quasi. Das ist ziemlich allgemein, die Frage. Hier habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Durchlesen, durchsuchen. Das kann man in allen möglichen Fällen machen. Geparsed werden zum Beispiel Listen, oder in dem Fall war es ein Inhalt, ein String, der auch Integers enthält. Da wurde dieser String geparsed, also durchsucht, und die Integers wurden rausgelesen. Aber ja, es kann alles Mögliche heißen. Das heißt, es ist nicht das gleiche wie dieses ausschließliche Casten? Nee, das hat nichts mit Casten zu tun. Casten ist, wenn man von. Genau, wenn man zum Beispiel. 42 als String hat, und wenn man dieses String auf einen Integer umwandeln will, dann kann man diese 42 auf einen, oder andersrum ist vielleicht besser, von 42 als Integer auf einen String casten, dann hat man einen String 42 da stehen. Das mit dem Pass, das hat man, glaube ich, bei diesem Buffer-Computer benutzt, wenn man so Zahlen einlesen will. Das kann gut sein, dass es eine Methode von Buffered Reader ist, dass man zum Beispiel Parse Int macht, dann schaut er, was eingelesen wurde, und sucht es durch und ficht sich die Integers raus. Da könnte man theoretisch auch andere Sachen eingeben und der übernimmt dann nur die Integers. Parse ist eigentlich nur ein Wort, je nach Anwendung, je nach Klasse wird die Methode was anderes machen. Es ist wie wenn ihr jetzt eine deutsche Methode schreibt und sagt, durchsuchen oder die Methode durchsuchen nennt, das ist dann kommt auf die Klasse drauf an. Aber ja, man könnte in dem Fall damit Integers raussuchen. Letztlich wandelt die Klasse auch den Typen. Also integer.parseInt erzeugt ein Integer. Also wenn du String reinsetzt mit der Zahl 42, dann wird daraus kommen ein Integer als und die Buchstaben werden dann aber nicht umgewandelt oder sowas. Die Buchstaben entfallen, genau. Ja. Schaut nur nach der Zahl. Okay, in dem Fall wird dann die Methode parsen und casten. Weil zuerst findet er die Integer, die Buchstaben, die eigentlich Integers sein sollten, und dann tut er die auf Integer casten. Okay. Und dann gibt er das zurück. Das heißt, 42 ist jetzt ja nicht definiert als Integer. Das ist halt eine Zahl, die dazu passen wird. Genau. Das ist, was Cast macht.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zu dir vorher. Noch eine Aufgabe ganz kurz zu diesem Super nochmal. Macht das jetzt einen Unterschied, ob ich Super für eine Aufgabe zuschreibe oder einfach die Klasse aufrufe? Also kann ich auch den Namen von der Superklasse sozusagen schreiben und Klammer auf Klammer zu, ist ja quasi das gleiche. Da wird ja auch der Konstruktor dann aufgerufen. Oder ist es also nicht du meinst, du erzeugst in deiner jetzigen Klasse ein Objekt deiner Superklasse? Genau, ja. Dann wird dir auch der Konstruktor aufgerufen werden. Das geht eigentlich nicht, weil du von der Klasse erbst. Aber man erbt davon, dann kann man sie quasi nicht aufrufen, sondern nur mit dem Schlüsselwort Super dann quasi die Instanzvariable. Du würdest ein neues Objekt dieser Klasse erzeugen und die würde nicht in deiner jetzigen Klasse, von der du aus ausrufst, was ändern. Okay. Also du würdest dann zwei Objekte kurzzeitig haben. Du sagst im ersten Objekt, hey, ruf mir den Konstruktor der anderen Klasse auf, dazu brauchst du ein zweites Objekt, das steht irgendwo ganz woanders. Das macht dann irgendwas und dann springt es wieder zurück zu deinem ersten, hat da aber nichts verändert. In den verketteten Listen haben wir, glaube ich, auch innerhalb Objekte andere Objekte erzeugt, aber das war kein so rückschlüssiges Ding, wo man dann auf die Superklasse was machen wollte. Noch eine Frage? Ja, wir haben unsere Fragen schon durch eigentlich. Oh ja. Vielleicht wollt ihr noch die Klausur ganz durchgucken oder? Ja, vielleicht noch eine Frage. Können wir vielleicht mal eine Commissioner Card zu einer rekursiven Methode machen? Ja, aber prinzipiell ja gerne machen, müsste eine bestimmte Klausur drin sein, oder? Ja, genau. Ja. Weißt du zufällig, wo sie ist? Bei 13, da war glaube ich eine. Ja, das ist das auch. Okay. Ah ja, okay. Die hier haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ich schnapp sie uns schnell. Fangen wir mit 2,4 an. Das ist auch ganz gut, weil wir es hier sehen können mit diesem mit dem Stack. Wir fangen an mit einem Sender, der unbekannt ist. Mal drunter. Das ist einfacher. So. Und A ist 2, glaube ich, ja. Und B ist 4. Und dann gucken wir hier, auf, ob B 0 ist. Das ist es nicht. Wir gehen hier rein. Wir sehen, dass B ist durch 2 teilbar. Also halbieren wir B und quadrieren A. Dann haben wir hier in dem nächsten A gleich 4 und B gleich 2. Und jetzt wissen wir, kennen wir unseren Sender. Schreiben wir hier Zeile 4 rein? Oder nee, F und nehmen wir Scheiße lang. Irgend sowas. Und dann gucken wir jetzt, kommen wir mit 4 rein. B ist immer noch durch 2 teilbar, also halbieren wir es wieder. Jetzt haben wir B gleich 1 und hier haben wir 16 und wir haben immer noch Zeile 4. Ups.
Und da die b jetzt 1 ist, wir kommen hier immer noch nicht rein, aber hier kommen wir auch nicht mehr rein. Also kommen wir hier rein, also da ist gar kein if, das fängt alles andere ab. B wird jetzt auf 0 dekrementiert und das a bleibt 16. Da rufen wir nochmal die gleiche Funktion auf, also das ist jetzt die Rekursion, weil wir immer wieder f aufrufen, wie ihr hier seht. Und dieses Mal rufen wir die Funktion mit 16,0 auf Zeile 6, genau. Und das vorletzte, der vorletzte Kasten. Der hier? Ach so, oh, sorry. Doppelt gemoppelt. Ja, ich schiebe es einfach hoch. Dann sieht es. So. Sehr schön. Danke. Dann haben wir jetzt endlich die b gleich 0. Also kommt nur noch eine 1 zurück. Und 1 wird mit a multipliziert. A war ja 16. Also haben wir hier eine 1. Und hier kommt jetzt überall 16. Weil hier noch, bevor das hier zurückgegeben wird, wird das mal a multipliziert. Also jetzt wird das zu einer 16 und jetzt geht die 16 einfach immer weiter hoch. Na, ich habe noch eine Frage zu, bei irgendeiner Aufgabe war es auf irgendeiner Anklage, dass die immer vor dem erneuten Aufruf, vor dem repetitiven Aufruf von f, haben die immer a plus und dann der Funktion f gemacht. Wird es dann beim Zurückgehen jedes Mal dieses A, was man jedem Durchgang ja addiert, wird jedes Mal wieder draufgegeben? Genau, so wäre das. Ja, aber hier haben wir, glaube ich, nur einmal dieses f, also nur einmal Zeile 6 und deswegen wird es nur einmal. Aber das, in dem Fall wäre das so, wenn das so ist, wie ich denke. Man gibt immer die Werte, wo zurückgegeben werden, weil eine andere Aufgabe war es, man hat Werte zurückgeben, x, y und z. Und oben waren x und y vertauscht, weil ich dachte immer, man gibt hier das an, was man oben wieder einsetzt, also die Funktion f. Oder die Zahl als a gleich 4 ist immer das, was ich als Return-Wert dann rausbekomme. In dem Fall ist das a ja wieder das gleiche und das b ist auch das gleiche, aber in einer anderen Aufgabe war das mal unterschiedlich. Willst du es dann nachher zeigen? Ja, genau. Ich okay. Hat das die Frage beantwortet mit der Rekursion? Hat das geholfen? Ja, okay. Wir haben jetzt mal genommen, dass A und B sind ja dann die Werte, die übergeben werden. Aber wenn man jetzt halt A nochmal verändert oder so, dann müssen dann das die Werte quasi. Wenn man hier jetzt zum Beispiel B minus 1 gemacht hat, dann haben wir B war vorher 1, ja, und hier haben wir 1 abgezogen oder hier haben wir durch 2 geteilt, ne? Und dann war das der neue Wert, der rübergegeben wurde. Genau, aber es könnte jetzt nochmal sein, wir geben den Wert dann rüber und dann wird er nochmal inkrementiert oder sowas. Dann wäre das dann. Also, wenn wir es jetzt zum Beispiel b mit 0 aufrufen und wenn wir jetzt b erstmal hier nochmal inkrementiert hätten, ja, genau, so oder b so, gleich b minus 1 oder sowas, dann wäre das der neue Wert von b gewesen. Aber in dem Fall geben wir jetzt sowieso nur 1 zurück. Dann hätte es an der Funktion des Programms nichts geändert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, gib b zurück, dann hätte es die Funktion ganz geändert, weil wir dann a mal 0 multipliziert hätten und. Aber ja, ist so. Sonst noch irgendwas? Rekursion? Alles in Ordnung? Also effizienzmäßig ist Rekursion in der Praxis eher zu vermeiden, weil das jedes dieser Zwischendinger hier, diese verbrauchen alle Speicher
man muss sich ja die alten Werte von A und B überall merken und die Zustände, alles was hier steht, wird sich dann gemerkt. Den Sender müssen wir wissen, damit wir wieder alles zurückführen können. Und das kostet Speicher und wenn man das, es gibt bestimmte Algorithmen, die würden einfach endlos viel Speicher verbrauchen oder exponentiell viel und das ist dann eher zu vermeiden. Aber es kann manchmal sehr übersichtliche oder sehr leicht zu verstehende Aufgaben, also Programme machen, je nachdem. Das sind jetzt die Activation Records, was man da ist. Genau, das sind die Activation Records. Genau. Diese Activation Records werden als sogenanntes Stack abgespeichert, habt ihr vielleicht auch manchmal gehört. Also das ist ein Stapel oder Kellerspeicher von Daten. Der wird dann in der gleichen Reihenfolge abgebaut, wie er aufgebaut wurde. Und der muss immer behalten, welchen Sender es hat und was jetzt in den Variablen. Genau. Und in dem Fall auch, glaube ich, wo im Sender das erzeugt wurde. Weil wir müssen ja wieder zu der Stelle zurück und ausführen, was da noch steht. Zum Beispiel hier dieses A. Ja. Es kann auch zum Beispiel sein, dass wir hier dieses F ausführen und in einer Instanzvariable abspeichern und irgendwas mit der Instanzvariable machen und erst viel später das Return kommt. Es muss nicht zwingenderweise sein, dass gleich Return und F in der gleichen Zeile stehen. Und Sender ist eigentlich immer nur das, was wo quasi weiter genau, der die Funktion aufgerufen hat. Die Line gibt immer den Sender an, der vorne dran war. Also von dem, die Line vom Sender vorne dran. Der Befehl ausgeht. Ja, oder die Zeile von dem, wo der Befehl ausgegangen ist, in dem Sender. Wenn wir den Sender und die Zeile haben, dann wissen wir, wo wir weiterarbeiten. Noch eine Frage dazu? Zu der Umwandlung von rekursiv in iterativ, wird eher nicht in der Person? Ich denke mal, wohl eher nicht, weil es dann doch ein bisschen komplexer ist. Also natürlich kleine Schleife, na, wahrscheinlich auch nicht. Also wahrscheinlich eher nicht. Wenn, dann wird es ziemlich simpel sein, sowas wie einfach eine Schleife. Die lässt sich ja sowohl rekursiv sehr leicht darstellen, als auch iterativ einfach mit einer Loop. Aber ich denke ja nicht. Ich habe noch eine Frage zum Aufbau von der Klausur. Kann man sich einfach so glatt orientieren, also dass halt auch die Menge von der so, also ist es eher weniger, so wie auf dem Blatt selber programmieren und mehr ablesen oder ist es dann eine Klausur anders, dass man mehr programmieren muss? Wie war es beim letzten Mal so? Wir machen ja nicht die Klausuren, wir wissen nichts über die Klausuren, aber ich würde erwarten, dass das meiste Verständnisfragen sind und dass dann ein größerer Programmierteil ist. Also nicht 10 Seiten mit Checkstyles, sondern vielleicht 1 bis 1,5 schriftliche Seiten großgeschrieben. Ungefähr die Menge an Code könntet ihr erwarten, dass ihr schreibt, aber wir sind natürlich auch keine Compiler. Wir werden nicht ganz so scharf sein wie der Compiler wahrscheinlich, aber es muss möglichst korrekt sein und der Rest wird dann wahrscheinlich eher Verständnisaufgaben sein. Ich denke, ihr könnt euch an den Altklausuren orientieren. Genau. Also die werden da sich nicht irgendwie das Bein rausreißen, was Neues erfinden. Es wird ziemlich ähnlich werden. Und so eine Frage zur Laufzeit, müssen wir da alles dann in den Summen aufschreiben oder reicht es, wenn wir dann uns das anschauen, die Schleifen zählen und dann halt daraus dann heraus sagen, dass okay, das liegt in O von einem Quadrat zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel das da haben konnte. Dann muss ich dann jetzt mal dann eine Summe überlegen und die ausführen und also einfach nur die Lösung hinschreiben, wollen die nicht. Also das haben die in der Übungsbesprechung manchmal gesagt. Ein bisschen was mit einer Summe zu zeigen, wäre schon gut, damit es ein bisschen nachvollziehbar ist, wie du da hinkommst. Aber mach auch keinen 10 Minuten Beweis draus. Also schreib lieber einen Satz, wenn es klar ist. Wenn man es direkt sieht, hey, das ist quadratisch, dann schreib den quadratisch. Aber die wollten nicht, dass wir sagen, es ist so, weil es klar ist.
Ja, also mit einer Begründung, natürlich, ja, klar. Irgendeine Formalität oder Begründung muss da sein. Aber solange ihr es begründen könnt, sollte es okay sein. Können wir noch ein Beispiel machen? Aber schriftlich geht schon, oder? Also wenn ich einfach Texte schreibe. Weil ich schreibe, das sind zwei Vorschleifen ineinander. Die eine ist N und die andere läuft auch N. Dann ist ein Quadrat. Ja, das wird auch passen. Jeder sieht halt, ja. Ja, das wird auch passen. Aber das Sicherste ist, also wenn ihr absolut sicher sein wollt, macht schnell eine Summe und dann wird es sehr sicher sein. Im schlimmsten Fall nachfragen. Ja, genau. Wahrscheinlich, ja, wenn man es gleich sieht. Also das ist eine Frage, wie gesagt. Also wir sind nicht diejenigen, die letzte Punkte festlegen. Wir wissen auch nicht, wie das gewertet wird, noch nicht. Aber naja, ich glaube, bei uns war es so, dass es im Prinzip gereicht hat, das Ergebnis hinzuschreiben und es einigermaßen anständig zu begründen. Nee, ich glaube, kleiner Gauss, oder? Das macht Sinn. Ja, der kleine Gauss macht Sinn. Und danach war es das, glaube ich, schon. Dann braucht er nichts mehr. Was mir noch helfen würde, wenn ihr nochmal irgendwie was über Interfaces sagt und wie die genau angewandt werden, weil es hat mich echt schwer getan, was im Internet auch dazu zu finden. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Die Beispiele sind alle ziemlich gut. Hier gibt es, ich mach mal das mit dem Jagdtier. Jedes Jagdtier hat zwei Methoden, beziehungsweise zwei Eigenschaften, zwei Sachen, die es kann. Es kann jagen und es kann essen. Und wenn du in eine Klasse oder ein Objekt der Klasse Jagd oder ein Objekt einer Klasse haben wollt, die Jagd, die in der Kategorie Jagdtier gehört, dann muss es diese Eigenschaften erfüllen. Also wenn ihr jetzt eine Kategorie definieren wollt, zum Beispiel eine Kategorie Jagdtier, dann und wenn ihr wollt, dass eine bestimmte Klasse bzw. die Objekte dieser bestimmten Klasse darunter einkategoriert werden, dann müssen diese Klassen, die ihr schreibt, diese Methoden oder diese Eigenschaften erfüllen. Die müssen eine Methode zum Jagen haben mit diesen Argumenten und die müssen eine Methode zum Essen haben mit diesen Argumenten und ja, mit diesem Return-Wert. Und das ist das, was Interface definiert. Es definiert eine Kategorie, könnt ihr sagen, und es legt fest, was eine Klasse erfüllen muss, um Mitglied dieser Kategorie sein zu dürfen. Könnte jetzt dann aber auch in meiner Klasse mehrere Methoden stehen oder können nur diese Methoden drin stehen, die bei der Interface? Es können auch andere Sachen drin stehen, ja. Aber der Interface sagt, das muss da sein. Muss mindestens. Mindestens, ja. Also es darf auch mehr sein. Das ist kein Problem. Was bringt es dann, dass ein Interface von mehreren Klassen erben kann? Interface erben? Also Klassen mehrere können... Klassen können von einem Interface erben. Ja, beziehungsweise genau. Einer Klasse kann auch von mehreren Interfaces gleichzeitig erben. Ah, das ist wahr. Das bedeutet, dass du im Prinzip mehrere Verträge, nennen wir es mal, haben könntest. Selbes Beispiel, wir haben die Klasse Jagdtier und dann können wir noch ein Interface machen, keine Ahnung, hat vier Beine, irgendwie so in die Richtung. Dann kannst du noch sagen, es läuft so schnell in deiner Klasse. Leute? Danke. Also, ja, auf jeden Fall, wenn wir dann diese zwei Interfaces haben, können wir die beiden in unseren Jäger, weiß nicht, den Löwen reinstecken. Und der muss dann die Regeln von beiden Interfaces erfüllen. Also er muss sowohl eben die Methoden von Predator
erfüllen, als auch die Methoden von H4 beide. Und jetzt schreibe ich das dann in der Definition, schreibe ich dann die Implements, also nicht mit Data und Schnauze. Genau. So ein Beispiel gibt es ja auch. Es gibt zum Beispiel ein giftiges Jagdtier. Das muss dann das ist dann eine Erweiterung von Jagdtier und giftig. Und wenn man das dann implementieren will, dann muss man einfach die Sachen aus Jagdtier und aus giftig erfüllen. Die Vorlage. Für den Nutzer ist es praktisch, weil er weiß dann, was er zu erwarten hat und womit er rechnen darf, wenn er das Objekt verwendet. Ist das dann einfach so eine Art Header-Datei? Kannst du so sehen, nur dass du eine Header-Datei nicht jegliche Methoden implementieren musst. Du musst ja nicht, also du kannst ja in deiner Header-Datei irgendwelche Methoden, nenne ich es jetzt mal, Funktionen entwerfen, einfach den Prototyp schreiben. Man muss es ja noch nicht implementiert haben. Das ist der Unterschied. Interfaces haben aber auch noch einen anderen Vorteil. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht genau ganz sicher, sowas kommt eh nicht in der Klausur dran, aber sie haben tatsächlich auch praktische Bewandtnis und nicht so, du musst es jetzt machen. Und zwar, glaube ich, kann man unter anderem auch in ArrayLists dann dieses Interface als Klassentyp verwenden. Und dann könnte man da auch beispielsweise eben den Löwen reinstecken und den Wolf reinstecken und alles reinstecken, was eben Predator in dem Fall ist. Genau, das wäre eine gute Anwendung. Oder man kann einfach damit arbeiten und man weiß, was diese ganzen Objekte alle minimal können. Was passiert, wenn man nicht alles erfüllt hat? Gibt es einen Compiler-Fehler? Wie nochmal? Wenn der Löwe jetzt kein Predator ist, gibt es einen Compiler-Fehler, wenn man das ausführt? Wenn du das in eine ArrayList reinstecken würdest? Ja. Ja. Okay. Daher er eben von der Superklasse erbt, die eben Predator ist, ist der Löwe auch ein Predator. Wenn du nicht sagst, dass der Löwe ein Predator ist, dann erkenntest du aber natürlich nicht. Und auch wenn du jetzt nicht die Sachen erfüllen würdest, würdest du natürlich genauso gut einen Compiler-Fehler kriegen. Das ist genauso wie wenn du Integer und String reinsteckst. Genau. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Oh ja, generell noch kurz, also in vielen Abkürzungen oder kamen diese Haskell-Programme dran? Kann ich jetzt in der Vorlesung nicht erinnern? Nicht bei euch, das ist für Informatiker. Okay. Wie ist es mit dem Overriding und ich glaube beim Fronten in der Einfachkarte, weil da habt ihr eine Frage mit hier, ist es Overloading oder Overriding, wenn man also normalerweise wenn man in der Tochterklasse Methoden mit dem gleichen Namen hat, mit den gleichen Argumenten wie in der Mutterklasse, dann ist es Overriding, ist klar. Aber was ist, wenn sich die Argumente unterscheiden und dann wird der Compiler doch zuerst in der Tochterklasse suchen und war dabei eben kein Bild in dem gleichen Namen und den gleichen Argumenten, dann würde er in der Mutterklasse suchen und würde dann nehmen und dann heißt es nicht Overriding, sondern dann wäre es Overloading. Genau, ja, ich meine, Overloading war das von der Superklasse, das geerbte einzufügen. Also es überschreiben. Es überschreiben letztlich, genau, ja. Bin ich nur nicht von den Begrifflichkeiten mir ganz sicher, was Overloading war und was Overloading ist. Overloading ist, wenn eine Klasse zwei Methoden mit gleichen Namen hat, allerdings okay, klar, und Overriding, dann ist einfach offensichtlich klar ausschlussverfahren. Ja. Eigentlich heißt Override heißt eigentlich Übergriff. Also man tut übergreifen in der geerbten Klasse. Overloading ist dann was anderes. Aber Overriding ist, wenn die Methode von der untergeordneten Klasse übergreift und nicht das macht, was die übergeordnete macht, die genauso heißt. Also wenn ich jetzt quasi den Namen aufzählt, das ist Hauptmethode, oder mit der Mutterklasse die Methode Max habe, die den String annimmt und dann davor eben Tochterklasse mache,
das Top-Methode Max, der Vakanzinnennennung, der Form der Klasse Aufrufe Max und dann okay, ja, das stimmt, aber in dem Fall hast du kein Overriding, weil das sind zwei verschiedene Klassen. Auch kein Overloading, weil du überladest. Ah, doch, ja, genau. In dem Fall hast du Overloading, genau, weil du deine ursprüngliche Methode überlässt, andere Parameter übergibst. Ja, aber wenn es dann eben. Die auch die Argumente gleich sind bei beiden Kunden, die jetzt hier diesen Aufgabenplatz genau, genau. Genau, ja, richtig. Okay, Overloading wäre in dem Fall, wenn die gleiche Klasse zwei Methoden genossen haben. Eine für den String und eine für den String. Die Haarspalterei. Wo sind die denn? Vielleicht eine andere Klausur? Übungsklausur. Die Menge der Algorithmen ist abzählbar, und zwar weil es abzählbar viele Kombinationen von abzählbar viele Zeichen gibt. Mhm. Ich war bei der Fragestunde mit diesen Assistenten und die haben gemeint, es sei nicht abzählbar. Echt? Ja, im Skript steht, dass die abzählbar sind, weil es eine endliche Menge an Zeichen ist, aber dann hat er begründet, wenn man eine endliche Menge an Zeichen hat und dann alle Kombinationen davon quasi als Algorithmen sieht, dann kann man ja immer noch ein Zeichen dran machen. Okay. Aber ich weiß halt nicht, ob der das jetzt so gesagt hat oder ob. Das haltet euch an der Vorlesung fest, im schlimmsten Fall. Könnt ihr dann da sagen, hey, hier steht es drin. Genau, dann schreibt es lieber so, wie es in der Vorlesung drin steht. Ihr seid ja schließlich nicht dazu verpflichtet gewesen, bei dieser Veranstaltung dabei gewesen zu sein und ihr habt was in der Hand, falls sie sagen, hey, es ist falsch. Und ich denke, was er da wahrscheinlich gemeint hat, ist, es gibt überabzählbar viele mögliche Kombinationen, aber mögliche Zeichen. Man kann einfach die Länge immer länger machen, unendlich lang. Aber man kann nicht unendlich lang schreiben. Irgendwann muss man aufhören. Also man kann abzählbar viele Algorithmen selber machen, aber es gibt überabzählbar viele mögliche Algorithmen. Irgend sowas hat er wahrscheinlich gemeint. Weil man kann es ja jedes Mal einfach immer länger machen. Wollen wir das noch ein bisschen verkompliziert? Hm? Cool, gerne. Okay, also die Länge der Algorithmen ist eine reelle Zahl und unendlich ist nicht Teil der reellen Zahlen. Genau. Und damit kann die Menge der reellen Algorithmen nicht reinnehmen. Wenn man zum Beispiel die kompilierte Version vom Algorithmus als Binärzahl am Ende rauskriegt, jedes Mal, wenn man eine Zahl mehr hat,
hat man doppelt so viele Algorithmen. Und wenn das unendlich lang wird, dann hat man auch unendlich viele. Das bleibt abzählbar. Das bleibt abzählbar. Es bleibt abzählbar, genau. Ja. Weil irgendwo ist es eine Grenze erreicht. Solange es abzählbar lang ist, ist auch die Menge der Algorithmen abzählbar. Okay. Außerdem steht es im Skript drin. Genau. Haltet euch ans Skript und passt auf, was die da reinschreiben. gut, jede Funktion lässt sich durch einen Algorithmus realisieren. Wir haben hier richtig, oder? Ja, wir haben richtig. Ich mach's mal, bevor ich vergesse, was in der Musterlösung stand. ich denke, die beide waren auch. Nein, nein, nein. Nee? Das Programm ist immer richtig. Das ist die Definition. Ja, wenn's aber dann waren die so. Genau. Das sind ja zwei Bedingungen, einmal partiell korrekt und einmal terminierbar. Und wenn man ein partiell korrektes Programm hat, das aber nie aufhört, dann liefert es kein Ergebnis. Ja, also kein falsches. Vielleicht auch ein falsches. Okay, ich weiß. Ja, das war ein bisschen was im Skript drin. Wenn es speziell korrekt ist, kannst du nicht falsch sagen. Also, wenn es soweit terminiert ist, dann ist es ja, genau. Was fange ich doch? Gut, fangen wir lieber mal erstmal mit der nächsten auf. Jede Funktion lässt sich durch einen Algorithmus realisieren. Was sagt ihr? Hey, ist es falsch. Weil es kann zum Beispiel eine beliebige, unendlich komplizierte Funktion haben und wir haben nur endlich komplizierte Algorithmen. Genau. Da habt ihr vielleicht auch in der Vorlesung, ich weiß nicht, ob es hier war, ich glaube es war in der Informatik 1 Vorlesung, von wegen kann man einen Bug, kann der Computer selbst erkennen, dass er gerade eine Endlosschleife hat. Das ist halt Problem. Dann, genau, das hattet ihr auch. Es gibt keinen Algorithmus dafür. Das ist ja ein Handelproblem, oder? Hm. Genau. Alles also, muss letztlich irgendwie den Beweis wissen, oder so. Nee, nee, nee. Also schätzen wir hier nicht. Das ist Putsch. Auf den kann nicht. Ja, und jeder Algorithmus beschreibt eine Funktion schon, der macht was. Und, ja. Euer Code ist ja eindeutig. Also lässt sich ja nicht mehrdeutig interpretieren. Hat ja immer einen Sinn irgendwie dann auch. Oder wenn er sich mehrdeutig interpretieren lässt, dann wird es nicht lange mit dem Compiler gut kommen. Das heißt, es braucht keine Algorithmen, das ist eine Definition. Genau, ja. Ist eine eindeutige Beschreibung von irgendwas. Wie ein Kochrezept, nur genauer. Mhm. Genau. Und Frage, ob zwei Programme die gleiche Ausgabe liefern können, ist entscheidbar. Eigentlich nicht unbedingt, weil wir könnten ein Programm haben, das oder wir könnten zwei Programme haben, die im Prinzip gleich aussehen, aber beide haben irgendwo eine zufällige Zahl drin, die irgendwie generiert wird. Und das ist ja das Äquivalenzproblem, oder? Was dann runtergebrochen werden kann aus Äquivalenz. Kann sein, dass es so heißt, ja. Aus genau. Handproblem und dann fließen. Ja, kann sein. Aber ja, gut, ja, richtig. Äquivalenzproblem. Ja. Ja. Cool, nicht schlecht. Und dann gibt es das partiell korrektes Programm, was nie ein falsches Ergebnis zurückgeben kann. Dazu haben die mal was gesagt in der Übung. Kann, die hatten ein Beispiel. Aber ich weiß auch nicht, was es war. Was heißt nochmal partiell korrekt? Das ist nur teilweise korrekt, das ist ein partiell korrektes Programm ist. Programm, was korrekt ist, nur nicht unbedingt terminiert. Ah. Und weil wir jetzt wissen, dass das Programm korrekt ist, dann ist halt auch das Ergebnis nicht falsch. Ja, okay, dann hat es noch keinen Blödsinn gemacht, es wurde nur zu früh terminiert. Richtig. Okay, ja. Also hat das alles jeder? Okay. Es gibt Programme, für die gleichzeitig für die gezeigt werden kann, dass sie total korrekt sind, ja, klar. Man kann
vieles formal zeigen und machen. Man kann zum Beispiel Sachen zuerst beweisen und dann durch einen Algorithmus darstellen. Genau. Ich glaube, irgendwie ist es viel schwieriger zu zeigen, dass Programme nicht frei korrekt sind, als nur partielle Korrektheit zu machen. Du darfst ein Beispiel, es gibt. Es gibt viele Programme, wo man nicht zeigen kann. Es gibt ja auch viele Sachen, die noch nicht bewiesen worden sind in der Mathematik. Aber das hier ist, das sagt, steht nur, es gibt Programme, die, wo gezeigt werden kann. Da steht nicht, alle Programme können gezeigt werden. Wenn man mal ein kleines Programm schreibt, wo drin steht 2 plus 2 gleich 4, dann kann man da wahrscheinlich zeigen, dass das total korrekt ist. Genau, vollkommen richtig. Hier ein kleiner Hinweis. Die haben schon mal das gemacht, dass die einfach alle Aussagen in diesen Multiple-Choice-Sachen verneinen und wieder dranbringen oder so und dass die Leute dann überall das Falsche ankreuzen. Also guckt ganz genau, was die schreiben. Noch Fragen? Ich finde es cool, wenn wir mal so eine Listenaufgabe machen könnten, zusammen. Liste? Arraylist, so irgendwas? Nee, da sind einfach nur einige Listen. Eine einfache Liste. Ja. Ah, das ist verkennbar. Gibt es hier eine? Ja, ich glaube, ich kann sie unten. Ah, die hier. Ich denke, ich habe gerade was gesehen. Meinst du noch weiter drüber? Hier. Genau, das fängst du dann im Allgemeinen an. If next node gleich 0, dann. Das musst du behandeln. Ja, du musst einfach schauen, was passiert. Innerhalb der Klasse des Node, weil ich meine, die Methode next node ist ja, also liefert ja Node zurück. Ja, da kannst du es auch behandeln. Du kannst sagen, wenn next node aufgerufen wird, muss es Node zurückgeben und wenn es kein nächstes Node gibt, dann gibt er zum Beispiel minus 1 zurück. Minus 1 ist so ein Standard für Fehler. Je nachdem, was für einen Typ du zurückgibst. Wenn du ein Integer zurückgibst, wird es gehen. In dem Fall beim Node müsstest du dir was anderes überlegen. Da könntest du zum Beispiel. Was könnte man da zurückgeben? Beim Node gibst du einfach 0 zurück und fragst, ob das nächste Element ja, 0 ist. Also. Null, also dieses boah, gar nicht. Stand, sondern, ja. Aber wie gesagt, Null ist ja nicht, Null ist ja kein Objekt der Klasse Node. Und die Methode getNext. Aber wenn du gar nichts zurückgibst. Ich habe geschrieben, dass so ein Word Node ist. Wenn du gar nichts zurückgibst, ist es, glaube ich, das wäre wieder so ein. Grenzfall. Ich denke, wenn es keinen Node zum Zurückgeben gibt und wenn du explizit als Programmierer gar nichts zurückgibst, ist es, glaube ich, eher erlaubt. Oder? Ich glaube, du gibst einfach Null zurück. Ja, genau. Ist in dem Fall gar nichts. Nichts, ja. Ich meine, das Skript schon Null, aber. Genau, dieses Null zeigt im Prinzip auf einen. Und das zeigt auf gar keinen, das ist ein Zeiger, der nirgendwo hin zeigt. Genau, der zeigt nicht.
Ja, der zeigt halt auf eine bestimmte Stelle in deinem Speicher, wo Null drin steht. Also, wo gar, das ist gar kein, das ist ein leeres Speicherstück. Und das, ob das jetzt ein Node ist oder nicht, bringt ja nicht. Ist dem scheißegal. Du kannst dann einfach abfragen, ist die Node 0? Wenn ja, dann macht folgendes. Es gibt ja natürlich auch verschiedene Listenstrukturen. Du könntest ja auch einfach eine Liste machen, die immer wieder auf ihr Anfangselement zurückzeigt. Oder auf ein Endelement, auf ein spezifiziertes, wo du sagst, da gibt es nichts mehr. Also gibt es hier konkrete Fragen zu dieser Aufgabe? Ja. Bühne? Okay. Geben Sie die vollständige Klassendefinition eines Speicherelements QNode? Da? Okay. Und das soll... Kann ich das rauskopieren? Ich schreibe es mal an. Und wir wollen pushen, poppen, head, tail. Achso, das haben wir schon in Q. Das hier ist der Konstruktor. Head und Tail werden anfangs auf 0 gesetzt, würde ich sagen. Also ich hast nur groß geschrieben? Nö. Also klein schon. Klein? Okay. Sicher. Das ist ein bisschen wie, oh ja, danke. Hier, Void, auch Void, oder? Konstruktor nicht, okay. Sehr gut. Objekt ist ein bisschen wie die Generik, also das ist diese übergeordnete Klasse, die wir also allgemein nutzen können. Genau, und wir haben Pop auch. Also Push tut erstmal ein neues Node erzeugen. Da machen wir Q. Müssen wir da nichts weitergeben? Okay. Und dann nehmen wir dieses Head. Wird das am Ende oder am Anfang hinzugefügt? Push, Pop. Ich denke eher am Anfang, wie ein Stack, oder? First in, first out, ja. Ah, okay. Ja. Nicht wie ein Stack. Genau, mit hinten dran gehängt. Dann müssen wir erstmal die Node durchlaufen. Obwohl, wir haben ja auch die Tail. Also,
Next Node, haben wir denn den Next Node? Ja. Nee, die müssen wir schreiben. Next ist N. Sowas zum Beispiel. Und dann sagen wir. Dann musst du noch das Boot vergeben, oder? Den Not. Ah ja, genau. Das Tail müssen wir. So, next ist okay. Und Tail müssen wir irgendwie weiter allozieren. Tail next hat ja nichts mehr. This tail next gleich n, oder? Ah ja, okay. Aber wir müssen jetzt unseren Tail umreferenzieren. Im Konstruktor. Genau, je nachdem, was der Konstruktor für einen Zweck erfüllen soll. Oder wir schieben es beim Head rein und nehmen es beim Tail raus. Von hinten raus. This Punkt Head ist. Punkt Head Punkt Next. Bei dem nächsten machst du n gleich head. Head gleich n. Oder? Ich denke, es gibt dann irgendwas rekursiv. Nee? Das wird zuerst aufgerufen. Aha. Das zeigt derzeit auf deine erste Speicher. Ah ja, okay. Und dann hängst du den hinten dran. Ja. Und dann, sieht, und dann bewegen wir. Okay, ja, okay. Ja, können wir machen. Ja, geht. Mhm. Ist, weil du musst jetzt an N, also das Problem aus N, du musst die Methode Next aufrufen und dann zeigen die Methode wahrscheinlich das Head sein. Ja, ich habe ein neues Node erstellt. Ja, das wäre sinnvoll. Aber auch sagen, hey, ich tue mir in der Füllung, in der Variable, in der Transvariable, dann packe ich die Das ist gut, ja. Wir setzen das nächste und dann nehmen wir unseren Head und definieren ihn um. Also jetzt zeigt unser Head auf n und jetzt haben wir einen verlängerten, also irgendwas am Anfang hinzugefügt. Und unser Ende müssten wir jetzt eigentlich auch umdefinieren. Unser Ende kommt aber beim Push oder beim Pull. Ja, aber unser Ende zeigt immer noch auf Nein. Wir müssen Anfang und Ende attacken. Okay, aber das machst du ja beim Konstruktor. Hier fügst du ja ein Anfang ein Element ein. Sobald du ein Keyword zeigst, würdest du ja auch ein Element. Dann würden wir beide auf dieses Element zeigen. Jetzt sagen dann wir beide auf Null, müssen wir was anderes machen. Dann frag ab, den Tail nicht Null, dann. Hier abfangen. Ich denke, in der Musterlösung haben die das gleich hier schon, die haben es nie leer gehabt, glaube ich. Die haben immer ein Element drin gehabt. Ja, bin mir auch sicher. Jedenfalls haben wir das. Jetzt brauchen wir noch einen Pop. Das ist ein bisschen ungewöhnlich.
reicht nicht, mit einem normalen Editor zu schreiben. Dazu brauchen wir keine Eingabe. Und hier sagen wir, wenn unser Tail, wir müssen auch absagen, falls es nur ein Element gab, dass wir auch unseren Head löschen. Wenn unser Tail null ist, geben wir Void zurück. Sorry, null. Ah ja, genau. Return Priority QNode. Genau. Wenn das Tail gleich ist. Ah ja, genau. Der passt ja. Wir können das gleich hier reinmachen. Okay, aber wir müssen trotzdem noch den Fall abfragen, wenn wir gleich sind. Und wenn beide null sind, dann sind sie ja nicht gleich. Okay. In diesem Fall haben wir nur ein Element drin. Wenn du das Tail gleich this have fragst, dann hast du ein Element drin. Ah ja, okay. Ja. Und dann musst du beide auf. Dann muss ich beide auf null setzen. Null, also genau. Das mache ich mal. Das ist Oh, das sage ich vielleicht mal. Leg ein neues Objekt an. Ja. QNode. Nicht schön, aber funktioniert. Kannst du ja direkt sagen, das gleich das Tail, QNode endet. Jetzt Return. Funktioniert. Und jetzt haben wir nur noch. Okay. Das kannst du machen. Das geht. Ja. Das machen wir gleich. Ach so. Dann müssen wir von vorne durchlaufen. Ja, dann laufen wir halt von vorne durch. Ja, okay, aber ich hätte nicht viel geändert. Doch, weil das sonst eventuell auch passiert ist im Kreis. Obwohl, ja, auf null halt, ja.
Und den Return N kannst du auch noch ganz unten setzen. Vielleicht mal gucken. Ich weiß nicht, was ich schreibe. Also ich glaube, das machen wir. Und dann müssen wir zu einem anderen fragen. Was fehlt uns jetzt noch? Pop haben wir, Push haben wir und Content haben wir. Event haben wir bald. Also, wir sind gleich fertig. Wir mussten noch ein Head and Tail setzen. Head and Tail setzen? Für den Fall, dass wir das letzte Element rauspoppen, weder 0 noch 1 Element. Ah ja, genau. Wobei, Tail. Dann müssen wir einmal durchlaufen. Oder hatte er was anderes? Ja, wenn wir es andersrum gemacht hätten, wäre es gleich noch. Aber egal. Mach einen Iterator. Iterator erzeugen. Ja, weil, solange es nicht null ist. Ja, ja, stimmt. Jetzt haben wir das vorletzte. Das Last müssen wir jetzt auf M setzen. Also okay, wenn dann der Eichs bis 2 Minuten gespielt hat, dann sitzt man als gratis mehr. Ja, kannst du gerne diskutieren. Ich bin von Mathe die Hauptfolge, der Mathe 2. Also noch ein Play. Ich denke, am Abend. Das war aber so, was es mir gab. Ich habe mich gerade Okay. Also, wir wären soweit. Sind soweit.
können wir sowieso hochladen. Aber kannst du gerne ein Foto machen. Ja, ich lade mal die Sachen auf meine Webseite hoch. Ihr habt den Link, oder? Ja. Jo. Vielleicht ist es noch der Anzug von dem Titel. Wollt ihr das noch durchgucken? Okay. Ja, natürlich. Das war mit dem J-Unit-Tester. Das ist nicht gar so relevant. Das war nur, dass ihr wisst, was so. Wir mussten in der Klausur. Echt? Wir mussten einen Test schreiben, weil der. Aber was erwartet ihr? Das sind ja nur drei Befehle, die man eigentlich treffen muss. Genau, Test schreibst du davor bei deiner Methode. Das sind nur drei Befehle, die wir dann können. Selbst wenn die Tests nicht im Schreibtisch gibt, dann holt man die Tests rein, aber ich soll ja wieder nur rauskommen. Wenn das stimmt oder stimmt nicht. Wenn du sicher sein willst, wächst die Assistenten. Wir reiten ja. Ich denke, ich habe mir damals einfach das Blatt gemacht, weil es sowieso zum Lernen hilft. Und dann, wenn das nicht erlaubt ist, halt. Das Beispiel dann übernehmen. Und dann halt diese drei Befehle da, die da drin sind. Kommentieren, resetten und assert. Ja. Wenn man das nicht sagt. Also wenn man nicht programmiert, dann kann man auch bestätigen. Ich habe drei Tage davor angefangen zu programmieren. Hast du doch Zeit? Wird schon passen. Also viel Erfolg noch, wenn es keine Fragen mehr gibt. Gerne. Wer noch das hören will, klar. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, dann fragt. Ja. Das sind keine Musterlösungen, das sind keine Garantien, das sind einfach, was wir im Tutorat gemacht haben. Die Lösungen dürfen wir nicht rausgeben. Das reicht. Okay. Bleibt dann noch ein bisschen, falls wir die Nachlassung sind. Im schlimmsten Fall, wenn ich die Webseite für was anderes nehmen muss, werde ich die irgendwo noch haben, ihr könnt mir dann anschreiben. Aber ich denke, die bleiben noch ein bisschen. Oder ihr lädt euch einfach die HTML runter. Oder ihr lädt euch einfach die HTML runter und den Inhalt. Ja, genau, damit ihr den Link noch habt. Aber wenn ihr alles abspeichert, habt ihr es auf jeden Fall. Dafür habe ich einen. Was haben Sie gefragt? S-Raum habe ich noch. S-Raum. Keine Ahnung. Das ist irgendwie gemeint. Den habe ich auch verstanden. Ich habe sie ganz oft angeguckt und habe gedacht, nee, die kann ich doch im S-Raum, wenn die nie abfragen. Ich bin davon ausgegangen, dass sie 100%ig E-Prom abfragen. E-Prom wäre ja auch viel besser als Klausuraufgabe geeignet. Also, hier haben wir erstmal im Konstruktor beide Instanzvariablen auf 0 gesetzt. Dann haben wir das Push zum Hinzufügen. In dem Fall fügen wir am Anfang hinzu. Und wir sagen, wenn das Ende 0 ist, also wenn das Ende noch nicht definiert ist, dann definieren wir es, weil wir jetzt einen Inhalt haben. Vorhin haben wir es auf 0 Inhalt definiert im Konstruktor. Hier sagen wir, was der, also hier haben wir erstmal
Node erstellt und dann das nächste Node ist jetzt dieser, das nächste von diesem Node ist jetzt das, was aktuell drin sitzt. Null, das sollten wir eigentlich quasi extra behandeln. Also wenn man von Null sozusagen, man kann also auf Null end.next anwenden, oder was? Nee, eigentlich nicht. Also hier ist kein Null. In diesem Q-Node N ist, das ist jetzt ein Node. Ja, das ist mir klar, aber da steht ja n.next bis head. Und wenn man das, ja, das zeigt jetzt auf Null, weil das, ja, genau, nächste, was im Head sitzt, ist ein Null. Das sollten wir eigentlich auf... Ja. Wollt ihr es an der Tafel oder hier? Okay, an der Tafel. Ja, perfekt. Stimmt. Ja. Also wir legen neues Q-Objekt an. Wir haben hier drin einen Add, also ein Chain, die unserem Q irgendwie zugewiesen werden. Und die beiden zeigen derzeitig auf den Null. Wenn wir jetzt ein Element einfügen, dann haben wir uns gedacht, schieben wir das am Head rein. Und wenn wir es rausholen, dann holen wir es vom Tail raus. Das heißt, wenn wir jetzt was einfügen, dann, keine Ahnung, fügen wir das Element ein in unseren Head, wenn wir fragen, ist unser Tail immer noch auf Null? Mhm. Bisher zu dem Zeitpunkt sagen wir, okay, unser Tail ist auch gleich unserem Head. Wenn wir jetzt noch ein Element einfügen, schauen wir im Prinzip, wie viele Elemente jetzt in unserer Q drin sind. Wenn es mehr als 1 sind, dann setzen wir einfach unseren Tail, also unser Tail bleibt hier drauf, aber unser Head auf das neue Element. Moment. 1, 2, so. Wenn wir jetzt noch ein drittes Element einfügen, hier haben wir alle Modelle noch. Okay. Mit unserem Next, das wir wahrscheinlich nicht definiert haben. Aber okay. Prinzipiell so, ja. Also wir haben den Next, das zeigt immer dann von 3 auf 2, von 2 auf 3. Und bei der Doppelkodierung wird man dann halt in beide Richtungen. Genau, dann hast du den Pfeil nochmal hier. Okay. Also es unterscheidet sich jetzt gar nicht, außer eben, wie die Elemente untereinander verbunden sind. Genau. Ja. Und man kann sich halt entscheiden, wie man es macht beim Head und Tail, wo man reinzieht, wo man. Prinzipiell ja. Logischerweise hast du gesagt, wäre es sinnvoller, an den Tail was anzufügen oder aus dem Head was rauszunehmen. Mhm. Weil wir können aufs Tail-Element und aufs Head-Element zugreifen. Vom Tail sagen wir dann einfach, okay, das nächste ist unser eingefügtes, was wir jetzt einfügen wollen. Und wenn wir was herausnehmen wollen, dann fragen wir vom Head das nächste ab und setzen unseren Head dann auf dieses Element. Und das Element, was wir dann nicht zugewiesen haben, ist nicht weg. Das sind dann aber genug, ne? Also das dann genau, automatisch weg. Wir brauchen niemand da. Ja, ansonsten könnte man solche Listen auch unterschiedlich implementieren, eben zum Beispiel Element 1, 2, 3. Das wäre die einfach verkettete Liste. Hier vorne dran hast du Null, hinten dran hast du Null. Du könntest das sowas machen. Im Prinzip ein Ring. Doppelte verkettete Liste, auch in beide Richtungen möglich. Ja. Wir sind natürlich da, die alle kennen das und die Klausur. Danke, die einfache und doppelte verkettete Liste sind wichtig, auch dann für das weitere Studierwesen, nehme ich an. Ja, aus den Algorithmen. Cool. Macht Spaß.
Also wenn ihr die Übung von Bas kriegt, dann werdet ihr schon Arbeit zu arbeiten haben. Aber es macht Spaß bei deinem. Ja. Ist interessant. Ja, der Backofen, aber er hat die Übung von ihr gehabt damals. Er wird es ein bisschen umändern, wahrscheinlich. Aber trotzdem, also die Vorlesung ist cool, der Inhalt ist geil. Aha. Das war halt eben nicht ganz easy, aber da verlernt man es. Okay, dann, ich habe jetzt hier die Methoden, die wir verwenden, eigentlich auch das gut, ja, implementiert. Hier brauchen wir doch nichts machen, das passt so. Wir haben nämlich einen neuen Node erstellt. Wir haben jetzt das nächste Gesetz, also den nächsten Node, ist dieser aktuelle Head, egal was da drin ist. Und jetzt definieren wir unseren Head von der Liste auf diesen Anfang. Also wir haben vor dem Anfang was hinzugefügt, damit verlinkt, und jetzt sagen wir, jetzt fangen wir dort an, wo wir gerade was Neues hinzugefügt haben. Der Nico hat es ja schon gemalt, ich mache es ganz kurz noch hier, dass ihr das auch seht. Wir haben hier ein Head und gut, am Anfang haben wir ein Void, machen wir ein Beispiel, wo wir schon Inhalt haben. Hier ist unser Tail, hier ist unser Head und die sind so verlinkt. Und wir fügen jetzt ein neues hinzu, das ist N, und den verlinken wir hier hin. In dem Schritt da, in dem Schritt wird diese Verlinkung gemacht, und in dem Schritt hier wird der hier so hierhin gezeigt. Also jetzt ist das unser Head. Und jetzt haben wir ein neues Element hinzugefügt. Hier ist dann der Tail gleich null, also wir überprüfen, ob unser Tail null ist, zum Beispiel in diesem Fall, wenn wir gerade angefangen haben mit einer leeren Liste, also nicht in dem Beispiel, sondern Head und Tail zeigen anfangs beide auf gar nichts, auf null. Und in dem Fall haben wir jetzt unseren neuen Node hinzugefügt, N zeigt auch auf gar nichts und unser Head zeigt jetzt auf N. Und in dem Fall wollen wir, dass unser Tail hierhin zeigt. Ups, sorry. Dass unser Tail jetzt hierhin zeigt. Und das wird hier bewirkt. Und wenn wir jetzt nochmal das gleiche machen würden, nochmal eins hinzufügen, dann würden wir ein neues N erzeugen und unser Head nochmal hierhin referenzieren. Boah, sorry. Vorne oder hinten anfügen ist doch quasi egal. Aber hier haben wir uns entschieden, das vorne zu machen, damit wir. Auswirkung. Das geht auch andersrum. Nur, andersrum wäre es sogar geschickter gewesen. Ja, es wäre praktischer gewesen, weil wir dann das Entfernen leichter gehabt haben. Hätten. Mhm. Aber es ist prinzipiell einfach doch was. Ja. Schreibt auch mal, das ist kein Superbogen. Okay, jetzt haben wir hier ein neues hinzugefügt und das geht dann auch einfach so weiter. Das wäre jetzt das Pushen. Pushen heißt einfach reindrücken, reinschieben. Und jetzt haben wir das Poppen, das kommt auch gleich. Hinten rausziehen. da wird erst geprüft, ob hinten was ist. Also, wenn da keine Nodes sind, dann wird hier, ist hier nichts hinten dran, dann ist es null. Und dann wird einfach null zurückgegeben, weil
es gibt nichts zu poppen. Und wenn da was ist, zum Beispiel, also wenn das nicht auftritt, dann haben wir einen Inhalt. Das wäre zum Beispiel irgend sowas. Und in dem Fall kommen wir hierher. Hier setzen wir ein M und ein N. Erstmal brauchen wir nur das N. Das N zeigt auf das letzte, also hier. Das ist jetzt unser N. Ich mache das mal in einer anderen Farbe, dass wir das nicht mit den anderen Ns verwechseln. Hier haben wir jetzt dieses überprüft, ob die beide gleich sind. Also ob wir nur einen, ob das der Fall ist. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir, wenn wir den da rausziehen, dann muss hinterher unser Tail und unser Head beide null sein. Also dann muss es hinterher so sein. Head und Tail müssen beide auf nichts zeigen. Und das haben wir hier mit dieser If-Bedingung abgefangen. Jetzt haben wir hier den Fall, wo wir eine Liste haben. Also eine längere Liste. Und jetzt wollen wir das Ende erlöschen und das vorletzte referenzieren. Hier haben wir natürlich ein bisschen ein Problem, weil wenn wir das letzte löschen, dann haben wir eine leere Referenz für T, für T, und wir wollen, das ist jetzt weg und jetzt zeigt T auf nichts und wir wollen, dass T hinterher hierhin zeigt. Aber um das zu erreichen, müssen wir erstmal wissen, was diese Node ist, müssen wir irgendwie eine Referenz von dieser Node kriegen. Deswegen machen wir das so, dass wir beim Head anfangen, hier die ganze Liste durchlaufen und dann stoppen wir, wenn wir beim Vorletzten sind. Wir lassen T da drauf zeigen und wir löschen den da. Und dann haben wir das erreicht. Nein, ich meine, was passiert, wenn wir das M und muss drauf Next ausüben und dann sagt er wieder 0 und dann muss drauf noch einmal Next ausüben? Was passiert dann? Ja, deswegen machen wir hier, prüfen wir, ob das übernächste 0 ist, aber wir tun immer nur einen Schritt vor. Das wird nie auftreten, weil wir immer nur einen Schritt, also ich fange hier an, ja, und ich prüfe, ob der hier 0 ist. Und wenn der nicht 0 ist, dann mache ich einen Schritt vor und ich prüfe, ob der hier 0 ist. Was ist, wenn die Liste allerdings nur aus 2 besteht? Dann fragst du einfach, also dann änderst du deine Methode ab zu m.next ist gleich. Das müssen wir auch abfangen. Also genauso wie wir hier den da abgefangen haben. Ja genau, kannst du gleich hier machen. Genauso wie wir den abgefangen haben, werden wir das auch abfangen müssen. Okay. Und ja, aber bis wir diese Fälle alle abfangen, dann haben wir diese Seite überschritten. Ja, das müssen wir dann auch in der Klausur so machen, alle Fälle abfangen. Ich denke nicht, dass in der Klausur darauf geachtet wird. Stimmt, das ist eine Altklausuraufgabe. Es geht letztlich, wenn man sich es einmal anschaut. Mhm. Man weiß, worauf man zu achten hat. Man muss dann die Spezialfälle abfangen. Versucht möglichst so viel abzufangen, wie euch einfällt und es so gut zu machen, wie ihr könnt. Es kann gut sein, dass wir auch sowas nicht abgefangen haben und trotzdem eine relativ gute Note gekriegt haben. Also das wird sein. Das ist locker die schwerste Aufgabe, oder? Ja, eine der schwersten bestimmt, ja. Ja, das wäre dann, weil das aber ist. Aber das kann man ziemlich gut auswendig lernen, sowas. Oder so. So. Ja, sich mal einfach oder doppelte verkettete Liste anschauen, die sind alle gleich. Ja, ein bisschen üben und dann wissen, was diese Sachen sind, die man abfangen muss. Und dann wird das auch passen. Die Binärbäume, das ist ja jeweils richtig anders, aber schon groß. Die Binärbäume, die wir machen müssen, sind alle homogen, richtig? Das heißt, wenn ein neuer Ast kommt, dann kommt immer gleich auch der zweite mit. Genau, ja. Ja, okay, dann geht es.
ist im Prinzip eine einfach verkettete Liste, nur mit zwei Nodes, die rausgehen, eins nach links, eins nach rechts. Ja, das ist nie ein binärer Ast, der nur ein Ast hat. Wenn ein binärer Ast kommt, kommt nur zwei. Ja, das ist ziemlich ein binärer Ast. Wollt ihr das nochmal mit der JUnit testen? Kurz zeigen? Ja, genau. Ja, zeigen. Mhm. Aber vielleicht dieses Mal mit dem richtigen Edit. Ja. In der Übung. Das hast du doch. Fuck. Übung 4 vielleicht. Oh, nee, da war noch gar nichts mit Struktur. Sehr gut. Kein Test. Das war 6, ne? Da gab es das noch nicht. In der ersten hätten wir das doch eingeführt. Nee, das war erst relativ spät. Aber vielleicht habe ich das benutzt, nur für mich. Das Ganze. Da habe ich eins. Hast du den? Ja, das ist gut, oder? So, jetzt haben wir was. Die Imports. Ja. Schrotze. Wir haben es uns einfach auswendig gelernt. Aber ja. Der Unit Stern war sie dann. Import Stern. Genau, Stern ist sehr gut. Der kennt alles. Aber ich würde org.junit schreiben. Punkt Stern. org.junit.stern. Ja. Das war einfach Import, also einfach alles importiert, das wird es gehen. Keine Ahnung, noch nie getestet. Kann sein. Und woher wissen wir, was sinnvoll wäre zum Testen? Das kann jeder für sich selber festlegen. Das, du testest deine Methoden. Also wenn eine da muss jede einzelne Methode testen. Ja, genau. Aber es kann auch sein, dass die was Spezifisches fragen. Okay. Ja. Wahrscheinlich wird ein Programm gegeben sein und dann sagen sie, hey, guck, ob da auch wirklich 3 reinkommen, wenn du 4 reingibst. Oder ähnliches. Ja, aber es ist das wird ja nicht selbst geschrieben, die wird ja auch in den JUnit angelegt. Nein, du schreibst es selbst. Die haben wir damals auch geschrieben in der Übung, glaube ich. Oder zumindest angeguckt, aber ich denke, wir haben sie geschrieben. Es sind nicht viele neue Befehle drin. Da ist ein Add-Test vor jeder Methode. Die Imports. Wie heißt es? Wie heißt dieses Add-Test? Das sind einzelne Tests eigentlich. Jedes ja, aber das Public ist ja der Void ist ja der Returnwert. Ach so, also ein richtiger Name dafür. Ich guck mal. Ja, okay. Vielleicht könnte es klausurrelevant sein, aber im Alltag ist es eher unwichtig. Ja, klar. Und er geht jetzt einfach mit Schule auf Pause aus? Assert heißt, bestimme, dass es so ist, und wenn es nicht so ist, dann ist die Test nicht bestanden. Und in dem Fall haben wir jetzt eine bestimmte Methode von der Klasse Assert benutzt, diese Methode sagt, es muss true sein. Aber du kannst auch eine andere Methode benutzen, die heißt false,
Und dann müssen wir hier irgendwas abfragen, was nicht richtig ist. Hm? Ja, du musst, genau, du willst ja, du hast die Methode, meinst du jetzt diese Methode? Ja, also, man muss sich meinst du die deine eigene selbstgeschriebene Methoden, nee, oder? Du meinst die hier? Ja. Okay, das ist die eine, die du wissen musst, assert.assertTrue oder assert.assertFalse. Ich denke nicht, dass die jetzt irgendwas aus der API abfragen werden. Assert equal, genau. Assert equal könntest du auch gebrauchen. Aber das sind wahr, falsch, gleich. Kann man sich schon denken, muss man nicht jetzt auswendig lernen. Dann schreibt man die zwei Sachen, die gleich sein müssen, rein. Wir können. Assert Punkt, assert equals. Ja, mit Komma. Und das letzte Komma ist dann die Aktenabweichungsänder. Ja. Weil wenn du da schaust, ob sie gleich sind, musst du ja noch umgehen, auf wie viele Kommastellen sie gleich sind. Da seht ihr es, es gibt assert equal für doubles und für long und was weiß ich, das ist ein ziemlich bekanntes, benutztes. Und dann, ja, es gibt noch alles Mögliche. Aber das meiste ist leicht, einfach true, false, same, equal, null. Das reicht für uns eigentlich, wenn wir true kennen, oder? Hm? Für uns reicht ja eigentlich true, oder? Je nach Anwendung. Gibt dir halt nur bei Boolean was zurück. Genau. Über was? Bei Boolean. Also wenn du entweder true oder false zurückgibst in deiner Methode. Und wenn du 42 zurückgibst, dann ist das zwar true, aber 1 ist genauso true, alles ist true außer null. Ja, das gibt wahrscheinlich einen Laufzeitfehler. Das kann auch sein, ja. Aber man könnte ja drin welche, man könnte ja true machen und dann 42 ist gleich und das, was man ausgeben will, dann das könntest du genauso machen, ja, stimmt. Aber 42 ist der 42 oder? Nee, dann könntest du einen true kriegen, wenn du sagst, ist gleich 42. Ja, also wenn du 42 erwartest und sagst, ist gleich 42 und eine Klammer drumherum setzt, dann ist dieses Ding in der Klammer entweder true oder false, wegen dem ist gleich. Ja. Dann kannst du ja an für sich true für alles benutzen, wenn du die richtige boolsche Aussage draus machst. Aber das geht nicht mit Doubles, ne? Mit einem Double wird man dann auch, also das wird nicht klappen, wenn man Doubles vergleicht oder was. Wenn du gewisse Rundungen oder so hast, also die Double, es können Sachen gerundet werden oder Fehler entstehen, dann muss man sagen, ist kleiner gleich innerhalb von diesem Bereich, Fehlerbereich oder so. Aber ja, ich denke eher nicht, dass ihr sowas selber machen müsst in der Klausur. Es kann sein, dass die vielleicht irgendwas mit einem Fehlerbereich machen und dann ihr sagen müsst, wieso das so gemacht wurde. Ja, weil es dann gewisse Fehler gibt in der einfach Genauigkeit der Zahl. Dieses Add-Test heißt lediglich Anmerkung. Ja, welche mathematischen Funktionen würdet ihr noch anschauen, so zum Programmieren? Sinus, Cosinus, kleiner Gauss? Kleiner Gauss ist gut, ja. Kleiner Gauss wäre die Grundsetzung der Fehlbarkeit. Ja, genau, wenn ihr das mit der Summe macht, was ich auch empfehle. Einfach schnell eine Summe hinschreiben und dann ist es sehr, dann gibt es nicht hin oder her, er hat es so formuliert oder so. Dann sieht das ja immer direkt so, oder ziemlich schnell die Laufzeit mit so vorschreiben. Man sieht es schon, damit kannst du dein Ding überprüfen, aber du musst schon sagen, wieso du es. Der Beweis ist am schönsten, aber du kannst auch mit Wörtern hinschreiben, nur du musst zeigen, dass du es, wieso du es. Genau, musst du es irgendwie zeigen. Ich denke nicht. Bringt euch eh nichts wahrscheinlich. Rechnen gibt es ja nicht so viel. Okay, Argument. Aber nee, ich glaube nicht. Also kleine Ausgänge außer nicht. Ja, aber das ist dann immer eine Frage des Aufwands. In der Zeit, die du dich verwendest, um zu lernen, wie du den kleinen Gauss aus dem Taschenrechner rauskriegst, kannst du gleich den kleinen Gauss lernen. Dann brauchst du auch keinen Taschenrechner. Wie kann man zwei Vorschläge, wenn du aus dem kleinen Gauss? Also, wie kennt man jetzt, wenn man auf den kleinen Gauss anwendet? Kann man jetzt einfach einen Vorschlag mit dem Gauss anwenden? Ich denke,
eher nicht. Das ist die n mal n minus 1 durch 2, glaube ich. Das ist die Summe von der Summe, kann das sein? Achso, i Quadrat. Also kleine Ghost ist die Summe von i von n gleich 1 bis nach von i gleich 1 bis nach n. Ja. Okay. Okay. Ja, das war's. Also immer wenn du von also wenn du zwei Schleifen ineinander hast und die obere Schleife geht bis n, von 0 bis n und die andere Schleife geht von 0 bis i, wenn es das dein anderer Laufindex in der anderen Schleife wäre. Ja, quasi die Summe von n. Genau? Ich muss meistens einfach so aufschreiben. Das ist am einfachsten eigentlich. Plus. Das kannst du. Das wäre die Summe von i von n. Das wäre die Summe von i von i. Das ist dann n mal klein n minus 1 durch 2. Das wäre die Ghost, ja. Du musst unter i ist gleich 1 oder ober n minus 1. Also das kann man, glaube ich, auch so umschreiben, dass man hier Summe von i gleich 0 bis n von i hat. Korrigiert mich, falls ich missrede. Und das ist dann das kleine Gauss, der kleine Gauss. Das obere n, der bloß bis n minus 1 zählt, das ist aus der Summe. Oder halt i erst bei 1 starten oder so. Plus 1. Ah, hier? Wenn ich hier auch plus 1 mache, habe ich wenig verändert. Entweder muss ich ober minus 1 machen, ich mache oder minus. Unter auf 1. Okay. Okay. Ja. Also ist das alles die gleiche Laufzeit dementsprechend, die man jetzt in der zweiten Vorschleife sehen kann? Annähernd, ja. Also natürlich nicht. In der Unrotation. Natürlich nicht, aber in der Unrotation ist beides genau. Ja. Wenn du das dann hier ausmultiplizierst, das wird hier ja bei der Endkurs. Verschläft oder so. Vielleicht, wenn jemand verschläft oder so. Im Allgemeinen Fall. Würdet ihr mir empfehlen, noch die letzten drei Durchschnitte zu machen oder Altklausuren? Wir empfehlen beides. Aber Altklausuren zuerst, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, ich habe das letzte Semester drei Tage vorher angefangen zu lernen. Ja, ich jetzt auch. Wirklich? Ich habe vorher wenig mehr Java gemacht. Willkommen im Club. Vier Tage. Und da hat es Einklausur. Einklausur.
Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, oder was? Stimmt, Blatt 13 ist eine alte Klausur, ja. Ich meine, 12 war ein Jahresunterricht, dann war es gleich. Ja, das ist nur ein bisschen. Ich hoffe, dass wir das Wetter.